Alter, ich flipp aus. 1904. Hä, ist das ein Mustang? Und da ein Auto? Der hält, ne? Rausgeschmissen. Oder? Ich dachte, der fährt jetzt hier rein mit. Ich auch. Dachte ich, der Alter. Direkt hier Schock wieder. Damit moin moin und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Abenteuer hier auf diesem Kanal. Diesmal, ja, Decay würde ich nicht sagen, aber schon ein bisschen Decay. Keine komplett eingerichtete Hütte. Ich befinde mich aktuell in Belgien und wir haben ja so eine alte Ford-Werkstatt gefunden. Und da... Da ist gerade die Frau. Und da ist gerade die Frau einfach lang gegangen, aber ich bin so stumpf stehen geblieben, dass die mich nicht gesehen hat. Ich kann gerade richtig froh sein, dass die mich nicht gesehen hat. Die ist gerade einfach vorbeigegangen. Die da rausgeschmissen wurde von den Autos. Ah, okay. Die ist hier lang gegangen. Ja. Okay. Hey, hier ist was los. Wir haben nämlich eben schon ganze Zeit nach einem Zugang gesucht. Haben jetzt aber einen gefunden. Hier unten sind auf jeden Fall schon ein paar Autos. Und ich würde sagen, hier ist so viel los, ey. Wir huschen jetzt schnell hier runter. Ganz schnell. Aber pass auf, die Fliesen waren ultra rutschig hier. Hier vorne ist auch schon irgendwas. Aber nur irgendwie. Ja, was sind das gewesen? Klos? Nee, Duschen. Duschen? Oder waren das Duschen oder Plumpsklos? Oder hier waren mal Klos drin. Könnte alles Mögliche sein. Echt abgefahren aus. Aber jetzt zu den Autos. Mega nice, ey. So geil. Hm? Alles Ford. Alles Ford. Das war mal eine Ford-Werkstatt. Hier hängen sogar einfach so diese ganzen Autotüren hier. So auf einer Rohrbahn. So mäßig. Auch sehr geil. Hier diese ganzen alten Autos, ne? Hier vorne war auch sogar einfach so eine alte Postkutsche oder Taxi oder irgendwie sowas. Muss ich hier mal durchkämpfen. Guckt euch das mal an hier. Richtig alt, oder? Ich würde sagen, dass das mal eine Postkutsche oder so war. Safe. Kann man hier eigentlich auch irgendwas erkennen, was das so für Modelle sind? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Alte Motoren. Ja, wir haben eben schon gesagt, meint er, das war ein Mustang? Das sieht irgendwie so aus wie so ein Mustang. Haben wir eben schon kurz gerätselt. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Auch noch so diese ganze Innenausstattung hier, ne? Mega nice. Ey, würdest du den hübsch machen, ne? Ey, was du teilweise für die Autos jetzt bezahlst, ne? Die hier so einfach so in dieser Garage rumstehen, ne? Ich glaube, oben stehen sogar noch mehr Autos rum. Da müssen wir mal gucken, ob wir da auch noch mal einen Zugang finden. Hier vorne scheint es auch noch mal weiter zu gehen. So, hier ist anscheinend jetzt noch mal, ja, ich würde sagen, so Gebrauchteile, ne? Alte Motoren, die hier so rumstehen. Ich kenne mich nicht aus mit Autos, deswegen keine Ahnung, was das hier alles ist. Aber hier sind überall so alte Fächer. Es ist auch allgemein so krass, wie alt diese Autos hier sind. Wir haben eben hier ein paar Unterlagen gefunden. Oh, habe ich mich erschrocken, Alter. Ich dachte, da steht wer, ey. Es hat schon wieder hier so komisch reflektiert. Aber hier scheint man auch nach oben zu kommen. Da sollten wir gleich mal
drauf zurückgreifen, ob man hier vielleicht auch hochkommt. So, ich bin ein bisschen abgeschweift. Ich wollte sagen, wir haben tatsächlich ein paar Unterlagen gefunden und das deutet echt auf Erster Weltkrieg hier hin. So alt ist diese Werkstatt hier schon. Wie weit das aber auch hier noch lang geht. Es ist aber auch überall am Reintropfen. Man erschreckt sich hier voll. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber hier zieht's ganz schön. Ich kann aber nicht entziffern, was das so alles heißt, weil es ist hier viel auf Französisch geschrieben. Auch nochmal ein Riesenlager. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich kenne mich halt echt null aus mit Autos. Fühlt sich so ein bisschen gummimäßig an. Es ist so krass. Aber sonst vereinzelt liegt hier echt gar nichts mehr jetzt rum. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir jetzt noch einen Zugang nach oben zu finden und schauen uns die Autos an, die noch mal da oben rumstehen. Da war es auch definitiv ein bisschen heller als hier unten im Keller. Aber definitiv schon mal ein Highlight, ja. So, aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier diesen Zugang hier hochkommen. Hier war ja eine Treppe. Ich weiß aber nicht, wo die hinführt. Na? Geht's hier hin? Aber das scheint nur so eine Art kleines Räumchen, Lagerchen zu sein oder so, oder? Oh, hier hat's aber gebrannt, ey. Hier ist schon ein bisschen die Decke eingestürzt sogar. Aber wird auch mal irgendein Lager gewesen sein. Denke ich mal. Vielleicht auch nur für irgendwelche Fahrzeugteile oder ähnliches. Da kommt auch wieder richtig schön das Grün dadurch so in der Ecke. Schön Decay. Das wird dem einen oder anderen sicherlich wieder gefallen. Bin ich mir ziemlich sicher. Man kann ja nicht immer so eingerichtete Boden finden. Schauen wir noch mal weiter. Im anderen Eingang hier. Leute, gerade hier so ein richtiges Archiv gefunden. Ne? Guckt euch das mal an. Da hinten. Aber der Zugang ist halt komplett zugemüllt. Überlegt mal, ne, wie viele Unterlagen hier schon liegen, dass die Tür da bis oben hin ist. Ja. Das ist ja, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter hier unter. Ne? Ob das hier so ein altes Familienunternehmen war? Und vielleicht dann echt durch den Weltkrieg oder sowas, dann vielleicht sind sie gefallen, alle. Kann ich mir vorstellen. Dann wurde alles aufgegeben hier. Meinst du, steht schon so lange? Es ist auf jeden Fall krass, was hier an Unterlagen liegt. Echt 1918 und so geht das los. Und hier ist so ein kleiner Zugang und ich würde sagen, ich werde mich jetzt da durchquetschen. So, Alter, sogar so eine richtige Metalltür hier noch. Alter, guckt mal, wie tief das reingeht. 1963 sehe ich hier schon. Aber auch alleine schon die Tür zum Archiv, hast du das gesehen? Ja, eine richtige Metalltür, ne? Richtig bunkermäßig schon. Ja, guck mal, 1945, 1946. Alter. Was hier an Papieren rumliegt. Hier, 1930. Junge, ich finde hier gleich noch die Gutenberg-Bibel hier, die erste Bibel. Ist echt krass, ne? Wie so ein richtiges verstecktes Archiv hier. Hier ist ein gebundenes Buch von 1926. Ich sag ja, das war die Buchhaltung. Ja, wahrscheinlich. Die haben hier ihre ganzen Finanzen und sowas festgehalten. Was haben die denn so hier unten stehen? Ich weiß nicht, ich werde da gar nicht schlau raus. Weil ja halt auch alles auf Französisch ist. 1918, ich flipp aus. Aber das ist schon echt, guck mal. Das ist ja auf Papyrus geschrieben, oder? Ja, hier, 1918. Wie lange der Betrieb aber auch, wie lange es den gab, ne? Gewaltig, und hier hinten geht's noch weiter, ne? Hier scheint aber jetzt noch eine, so eine Werkstatt zu sein. Hier sind riesen Reifen, bisschen Decay, also so das Unkraut kommt hier so durchgewachsen. Guck mal, hier stehen noch alte Schuhe, fragst dich auch, wie alt die sind, ne? Vielleicht haben die auch schon den Weltkrieg überlebt. Hinten geht's noch rum. Hier haben bestimmt mal ein paar Jugendliche gechillt, mal eine Zeit lang, bis sie das hier verrammelt hatten. Weil hier auch so Gangtags an den Wänden sind und hier so. Alter, ich flipp aus. 1904. Nicht dein Ernst. Doch. Vor allem, mich würde mal interessieren, was Quinzeine heißt. Vielleicht heißt das Quittungen oder sowas. Wird's sein. Ja. Dann ist das halt echt einfach die komplette Buchhaltung. Und hier oben steht auch einfach, kann man so ein bisschen so sehen, 1904. Überleg mal, das ist über 100 Jahre alt. Es ist auf jeden Fall einfach nur mega krank hier, oder?
Schreibt's gerne in die Kommentare, aber über 100 Jahre alt. Selten so eine geile Werkstatt noch gesehen. Ich glaube, in Deutschland, hätten wir so eine Werkstatt in Deutschland, die wäre einfach komplett demoliert worden, leergeräumt, verbrannt, alles mögliche, komplette Prozedere, ihr kennt das ja. Aber hier, echt die Dokumente, alle über 100 Jahre alt, gewaltig. Und oben stehen auch noch Autos rum und da schauen wir jetzt auch nochmal nach einem Zugang. Der einzige Eingang, den wir jetzt gefunden haben, über dieses Rohr rein. Ich werde jetzt versuchen, da hochzukommen. Aber einer muss definitiv die Kamera halten. Ist das Ding denn fest? Oh, Kleini, Alter. So haben und dann kranke Decke. Okay. Ein bisschen vandaliert worden ist hier, ne? Hä? Guck dir das mal an, das sind doch Betten, oder? Das ist wie so eine Krankenstation? Das sieht echt aus wie so eine Krankenstation. Guck dir das mal an, wenn sich hier vielleicht wer verletzt hat. Hier, Diagnostik. Zertifikat Medical. Also irgendwas Medizinisches, definitiv. Gleich gehen wir aber erst noch rüber zu den Autos. Bleibt definitiv dran, aber es ist so absurd krass, was wir hier alles noch finden. Ne? Na guck mal, hier wurde vielleicht sogar gestempelt, weil hier nämlich irgendwie so Fächer sind. Mit Nummern, keine Ahnung. Fabrik, Alter, hier steht ja sogar ein Boot. Ja, hier steht sogar ein Boot, aber dann gucken wir wirklich gleich. Lass uns mal erstmal hier hin. Ich frage mich auch ganze Zeit, wenn da so viele Mitarbeiter so hier waren, ich frage mich auch ganze Zeit, ob das vielleicht sogar eine offizielle Ford-Werkstatt war. So direkt von Ford selbst. Da könntest du recht haben. Ja, weil das sind ja wirklich hier zwei, drei oder fast 300 Mitarbeiter. Ja. Hier fängt es an mit 1, also hier ist die 2. Ja. Und jetzt zieht euch das mal rein. Bis zum Ende dieser Tafel haben wir eine Zahl von 559. So und hier. Aber da geht's ja noch weiter. Hier fehlen noch etliche. Aber Frage ist echt, ob das alles Mitarbeiter waren. So, wir gehen jetzt nochmal einen Flur runter, weil das hier echt zu gefährlich ist. Selbst hier ist auch alles. Ja, so ein bisschen eingestürzt. Teilweise hat es auch, glaube ich, hier gebrannt. Die Frage ist, kommen wir jetzt von hier auch zu den Autos? Hier liegen nämlich ein paar Motoren noch rum. Alter! Hier ist alles voll. Nee, das muss von irgendwas größerem Motor sein. Trecker vielleicht. Unten stand da, glaube ich, auch ein Trecker im Gebüsch. Weil hier blüht das Herz jedes Kfz-Lers. Aber hier kommen wir tatsächlich nicht rum, ne? Hier ist versperrt. Das hier sieht mir auch aus, als wäre das früher mal der Haupteingang gewesen. Hauptzufahrt für die Fahrzeuge. Könnte ich mir auch vorstellen. So Leute, und jetzt geht's in die große Halle mit den versprochenen weiteren Autos. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, die im Keller haben mir noch besser gefallen. Aber auch sehr, sehr geil. Leider dolle vollgesprüht worden, ne? Aber sehr geil. Alter, hier vorne steht sogar ein Militärfahrzeug, glaube ich. All mögliches. Und hier sogar irgendein Lieferbus, Industrie oder sowas. Und hier das Boot, von dem ich gesprochen habe. Sogar so ein richtiges Holzboot, ne? Oh, ja, ja. Alter. Junge, ist so geil. Guckt euch das mal an. Was hier an Karren noch rumsteht. Auch so viele unterschiedliche Arten von Autos, ne? Ich würde sagen, wir schlagen uns mal da durch und gucken uns die Autos teilweise noch mal ein bisschen im Detail an. Alter, das ist geil. Ich sehe sogar gerade, hier haben wir kein Belgien, hier haben wir Großbritannien. Hier war das Lenkrad definitiv rechts angebracht. Das war eine Riesenwerkstatt. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Steht jetzt auch noch mal ein schöner Schlitten mitten in der Ecke. Es sieht schon echt geil aus, ne? Und hier, das Auto finde ich, sieht ein bisschen nach Militär aus. Ja gut, könnte natürlich auch irgendwie Landwirtschaft oder sowas sein, ne? Weißt du, woran mich das erinnert? So 60er, 50er Jahre in dem Indiana Jones Film. Da fahren die Autos immer. So sieht das aus. So eine Expeditionskarre von früher. Das war auch ein richtig großer Truck, wo irgendwas beladen war. Frage ist, was da drin war. Na gut, Leute. Wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören.
In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Abenteuer. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr auch Kfzler und seid ein bisschen aufgegangen in dieser Werkstatt. Auch wenn ich persönlich auch nicht so Autofanatiker bin, habe ich das Ganze schon sehr, sehr gefeiert. In diesem Sinne, behaltet den Kopf frei. Ciao.